Ja, das ist natürlich kacke. Ja, pass auf. So. Gut. Pfingsten sagt übrigens fuck off, Crank Reaper. Ich hasse dich und deine Let's Plays. Da teilt jetzt Pfingsten die allgemeine Meinung. Warte, warte ab. Weil meine Meinung zu dir findest du demnächst in einem anderen Let's Play wiederfinden, sage ich dir. Ich hoffe, das Spiel ist gut. Du bist verscheltert. Oh, hoppla. Oh ja. Fuckert, Alter. Hör doch mal auf, mich zu töten, Mann. Ich will nur meinen Scheiß. So. Alter, bevor ich ihn einsammeln konnte, war ich schon wieder tot. Das ist hier schon wieder Höhle sehen und sterben, Alter. Kann... Nein! Was ist passiert? Wurde du auch getötet? Nein, ich habe ein Stück zu tief gebaut. Ey, das gerade sah mein Raumanzug aus, als hätte ich Brüste. Das war leicht verwirrend. Ja, ich weiß. In dem Alter, wo die Brüste wachsen, das ist ein sehr, sehr verstörendes Alter. Mami, 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 was mache ich da mit diesem riesigen Penis? Wenn deine Tochter das sagt, hält es dich erstens für die Mutter und zweitens ist es merkwürdig. Ja, ich hoffe, dass... Okay, hier bin ich eindeutig falsch. Ich hoffe, dass... Boah, Mann, Alter, Alter, hier ist so ein Fliedermaus, Bukak, Alter. Gib weg, Mann. Sie lieben dich. Ja, ins Gesicht, Alter. Alles klar, dann machen wir hier das hoch. So, und so, und so, und so. Alter, komm, ich brauche mehr Pfingsten. Oh. Und haben dann hier quasi direkt einfach mal das so weit abgebaut. Ein bisschen Fiber. Ach, schon wieder tot, Alter. Wenn du willst, eile ich dir gerne zu Hilfe. Nein, 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 nein. Zwei Augen schaffen mehr als eins. Du weißt ja nicht mal, wo du lang musst. Außerdem ist der Einäugige der König unter den Blinden. Das stimmt allerdings. Aber ich wollte gerade einfach einen geilen Witz machen mit unseren Augen. Wow. Alter, du findest es echt cool, dich über Blinde lustig zu machen und Einäugige? Nein. Das, meine Damen und Herren, ist Sock Madness. Ich habe einfach nur auf unsere Augenwaffe angespielt. Mhm. Hätte ich an deiner Stelle auch gesagt. Sockman ist übrigens auch bekannt im Fachkreis als Ugly Face Jones. Was? Ist der Bruder von Motherfucker und Babyface Jones. Ich bin immer noch dafür bekannt und ich dachte, ich bin diesen Ruf endlich los. Nein, Mann, so ugly wie du bist, das sind ganze Königreiche untergegangen. Atlantis, bin ich dran schuld übrigens. Darf man nicht unterschätzen. Der Untergang von Rom 1. Pompeji, jedes Mal. Ich wollte gerade sagen. Oder die snipe ich weg, Fledermaus da oben. Oh. Getroffen. Na komm her, du kleiner Stricher. Auch, jetzt traut ihr euch nicht. Auch sämtliche Kriege um Troja sind meineswegen geführt worden. Nicht wegen der schönen, wie heißt sie nochmal? Keine Ahnung. Sondern wegen der hässlichen Zock. Xena? Man hat natürlich wegen Xena gekämpft, Leute. Ja, Xena war früher eine richtig geile Serie. Ich habe das super gerne geguckt. Ja, guckst du jetzt aber nicht an. Nein, ich weiß, aber früher war es geil, weil es so fette, krasse, geile Amazonen-Alte, die die ganze Zeit macht und ihr komisches Diskus schmeißt. War sie Amazone, ey, ne? Ich glaube, sie war Amazone, so. Sicher? Nee, sie war eine Kriegerprinzessin, Alter, es muss doch keine Amazone sein. Weißt du, Sock, gleich wieder so, oh geil, Amazone oben ohne. Sind bei dir alle Amazonen oben ohne? Bei dir? Nee. Ich habe gerade von dir geredet, Alter, Sock ist ein Sexist. Sexisten-Zock. Nein, bei mir haben Amazon dicke, 1. fette Rüstung an. Dicke, fette Ocken, wolltest du sagen, Alter. Du wolltest gerade darüber sprechen, wie du sie ordentlich durchkneten möchtest. Als ob du keinen Spaß daran hättest. Das habe ich nie abgestritten. Aber ich bin nicht Sexisten-Zock. Das müssen wir abgrenzen. Stimmt, ich spreche es auch. Du denkst es bloß. Warte, nee, Alter. Zock beispielsweise sagt, eine Frau gehört in die Küche. Was? Und sonst steht sie im Weg. Weil ich sag, eine Frau kann kein Ski fahren, weil in der Küche fällt kein Schnee, aber dass sie kochen muss, nein. Ich sag aber, Männer können besser kochen. Das ist Bullshit. Kochen hängt davon ab, ob du kochen willst oder nicht. Das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Was? Aber ich kann einfach immer besser kochen. Du kochst scheiße, Alter. Nein, tu ich nicht. Bitte?
Sei lieb zu mir. Ich bin nicht lieb zu dir, weil deine Tomatensauce Dreck ist, Alter. Die ist jedes Mal voll süß, das ist voll ekelhaft. Da kommt es auf die Geschmacksrichtung ein. Einige mögen Jetzt auf einmal, weißt du? Erst sagen, Frauen können nicht kochen. Ich sag, das ist unterschiedlich vom Geschmack. Nein, aber ich kann besser kochen. Hm? Sexistenzock, Alter. Sexistenzock und Leckermäulchenzock. Ja. Leckermäulchen sind übrigens voll geil. Nicht über, wenn wir über die gleichen reden. Also ich rede über diese schaumartigen... Du redest über Schaum, Alter. Du altes, hast auch so ein kleines Leckermäulchen, was? Mit deinem Tisch sitzen. So, oh, die Sonne geht auf, wie schön. Die Sonne geht auf, die Sonne geht runter. Wie herrlich das einfach nur aus. Oh, nennt mich! Ja, ich weiß auch nicht. Aber genauso sollt ihr mich nennen! Hast du geilen Scheiß gefunden? Oder nee, gerade habe ich überlebt. Ach so, oder? Guck dir meine Lebensanzeige einfach an. Leck mich. Ja, die ist nämlich nicht vorhanden, Alter. Nein. Geilen Scheiß habe ich auch gefunden. Ich sag leck mich wegen deiner fetten Maske. Scheiße, das sollte eigentlich eine Überraschung werden. Ich dachte, das meinst du, weil ich so guck mir deinen Lebensanzeige an. Leck mich. Nee, das ist aber nicht mal der geilste Scheiß, den ich gefunden habe. Du hast eine verdammte Todmaske. Ja, geil. Oh, das wird so schön. Ab sofort hat dieses Let's Play an 100% Nervigkeit zugelegt. Wieso? Das wirst du sehen. Ich hoffe, du hast eine fette... Nein, du hast einen Boomerang. Das wäre cool, den kannst du dir craften. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir uns damit dann dauernd auf die Fresse gehauen haben. Ging das? Ich glaube, das ging irgendwie. Ich weiß nicht, ist sowas wie Friendly Fire hier an? Gute Frage. Bist du an, Friendly Fire? Ja. Oh, fuck it, Alter. So. Ah! Nein! Bin ich zu laut? Nein, alles gut. Ich meine, was? Ich verstehe dich hier. Ich soll dir was von deiner Mama ausrichten. Du stinkst. Boah, ich bin voll langsam. Das hat sie auch gesagt. So, haben wir hier irgendwo noch eine Tür? Wieso ist die Truhe leer? Weil du aktiv bist. Schickes Bild, yeah. Truhe. Arbeiterhelm. Oh, fickt euch Gegners, Alter. Alter, den muss ich jetzt schon wieder alle von oben oder von unten niederballern. Ich fühle mich gerade wie ein Amerikaner. Erstmal alles mit der Waffe lösen. So gehört sich das. America. America! Das ist wohl pro-Trump gerade. Oh, da hab ich von der, wie heißt denn du, diese Satire-Sendung, die deutsche, die Tagesschau oder so, weißt du, welche ich meine? Also ja, die Wochenschau. Richtig geil, da hast du denn gesehen, so eine, wie der eine so, okay, was halten Sie da von Präsident Trump? Was, der Mann? Das ist der Mann der Tat, hier. Zum Beispiel hat er das zu den Sachen gesagt. Und dann hat Donald Trump hat mal zu dir gesagt, die Anschläge in Paris und auch das, was in Deutschland, dieser Amoklauf, der wäre nicht passiert, hätten die Leute eine Waffe gehabt. Wäre er da gewesen, hätte er die Attentäter einfach alle niedergeballert. Und der Moderator meinte eiskalt, ja, das ist doch ganz geil, Mann, das ist doch ganz klar. Ich sag ja auch, die Lösung für Syrien ist einfach mal Donald Trump darüber abwerfen. Mit bewaffnet und 3 Minuten später ist das Land wieder frei. Oh, Alter. Rambo-mäßig, weißt du, mit seinen angeklebten Haaren. Shit. Was war das denn? Hallo, das war ein Kater. Der hat mir vorne erstmal voll fett gegen die Badtür geschifft. Das ist nicht lustig. Der sagt, ich mache hin und her drinne. Was hat sich so Nein! Gemacht? Ich glaube, der mag seinen Katzenstreu nicht. Ich weiß, reinkacken kann er, aber wenn sobald es ums Urinieren geht, hat er Sonderwünsche. Ich weiß ja, wie sowas läuft. So. So. Oh, wie geil. Ja, Mann. Du hast Hunger. Ich weiß. Vielleicht habe ich was anderes. Warte mal. Ich habe noch einmal rohes Beef dabei. Was ist das? Hier, das sind meine...
Schön. Das hatte ich mir auch gerade, Alter. Tschüss, Rico. War das das erste Movement? So. Laden wir nochmal durch. Zack. Das sollte von der Breite des Hauses reichen, oder? Ich denke. Oh, wie schön. Folge mir. Nee. War hier nicht gerade ein Vogel? Ja, oder hinten. Hier. Lass dich fickern. Oh, ich liebe dieses Stück. Und ich habe damit dich gemeint. Du geiles Stück. Oh, die Star Wars Mucke an sich ist schon so. Ja, der mal die Gitarre immer hochhebt. Mhm. Dumm. So. Ich habe übrigens mal den Weg so hoch gemacht. Ja, das ist schön. Das ist nice, Mann. Kann man einfach hochgehen? Ja. Das ist Weihnachtslied. Und auch noch ein sehr cooles sogar. Mist. Zu langsam. Nein! Willst du mich ficken? Komm her, lass dich grillen. Mein Pixel! So, Leute. Okay, dann heißt das, wir können hier hinten unsere nächste kleine Sache bauen, für die ich noch nicht verraten will. Dafür müssen wir hier aber erstmal ein bisschen aufebnen. Und holt erstmal die Knarre raus. Dann müssen wir ein wenig aufebnen. America! America! Wollen wir denn hier wieder eine Treppe runterbauen und das aufebnen? Ich ebne erstmal hier auf. Mhm. Und dann gucke ich mal. Ich möchte ja hier keine Minimalhaltung machen. Ja. So, die Tage ist jetzt ja, damit wir über irgendwas labern können, ist ja Dingsens rausgekommen. Hier, das eine Spiel. Ach ja, genau das Spiel. Das eine. Du weißt schon welches. Und so. Ah. Ich glaube, von meinem Haus gibt's gleich auf die Fresse. Geh nach Hause, Junge. Digga. Piss dich. Ah. Schön. Ja. Wenn sich Leute lieb haben, ne? Mhm. Das ist zum Teufel. Ah, da kommt auch richtig schön Freude auf. Ja, du, es ist die beste Gegend. Ich vermisse die alte Gegend zum Glück gar nicht. Mhm. Die alte Gegend war nicht wesentlich besser. Nein, nein. Ich wünsche manchmal, ich wäre nicht ausgezogen. Bessere Wohnung, bessere Nachbarn, bessere Gegend. Das alles nur, weil du mich ausgemobbt hast. Oh, jetzt komme ich hier nicht mehr rauf. Das habe ich nicht bedacht. Das geht bis zwei Blöcke über. Das ist eine sehr präzise Höhenangabe. Ah. So, und wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Feuerzeug, das gibt doch die Fresse. Ach ja, bei dem Spiel, das eine und so. Genau. Du kannst es ja mal... Alter, was will ich gerade versuchen, einen Pfeil abzuschießen? Nein, hier ist ein gerade... Ich sehe das nicht. Ich hatte einen Vogel attackiert. Wirklich, okay, Aussage, da schlägt das Ding direkt an meinem Arsch ein, Alter. Geil. Nicht geil, Alter. Schön. Hättest du den Bolzen da drin gehabt, diesen Bad Boy, hätte ich den 20.000 Mal tief selbst reingerammt, Alter.